Wann geht der Bullrun denn mal so richtig los und welche Vorbereitungen sollte man möglicherweise bereits jetzt treffen? Worauf achte ich, gerade auch wenn es um einen Verkauf geht? Ich wünsche dir viel Spaß mit dem heutigen Video. Hallo und herzlich willkommen, Freunde, zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Mein Name ist Robin und heute gibt es eine Art Q&A, da ich mich gerade auf der Bitcoin Amsterdam befinde. Dieses Video kann ich natürlich 2 Tage vorher aufnehmen, ohne dass ich hier sage, Bitcoin steht gut da und wenn das Video hochgeladen wird, sind wir irgendwo im Bereich von 40.000 US-Dollar. Sollte es allerdings irgendwelche wichtigen Wirtschaftsdaten geben, die den Markt bewegen, schreibe ich es natürlich, ihr kennt mich, in den angepinnten Kommentar oder eben auch als Community-Post hier auf YouTube. Des Weiteren findet ihr mich natürlich auch auf X. Falls ihr keine Updates verpassen wollt, dann gerne diesen Kanal kostenfrei abonnieren und natürlich gerne beim Video einen Daumen nach oben dalassen, falls es dir heute einen Mehrwert bietet. Dafür springen wir allerdings direkt mal auf die ersten Fragen und zwar, wann geht der Bullrun endlich los? Wann geht der Bullrun richtig ab? Ja, das ist eine gute Frage, die natürlich niemand mit einer 100%igen Gewissheit weiß. Momentan ist die Marktphase ja sehr durchwachsen. Der September war deutlich besser als erwartet. Alle erwarteten, dann muss der Oktober auch ein klassischer Oktober sein, wo alles durch die Decke geht. Ja, der Oktober startete dann natürlich mit einer schönen Enttäuschung und einer stärkeren Abwärtskorrektur. Jetzt gerade sehen wir, wie das Marktsentiment in den letzten 1 bis 2 Wochen ja auch negativ geflippt ist von den Erwartungen. Der Oktober wird uns alle überraschen und zwar im positiven Sinne sehe ich nun bei immer mehr Analysten ein Szenario mit der Wahrscheinlichkeit von 40 bis 60%, dass wir nochmal auf die Marke von 40.000 US-Dollar zurückfallen. Finde ich auf jeden Fall spannend, wie ein Shifting im Markt hier dann auch die Analysten dazu bringt, bärischere Prognosen zu treffen. Ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, für mich bleiben die Risiken wie auch schon vor 6 Monaten bestehen. Geopolitische Unsicherheiten bzw. Eskalation oder eben andere unvorhersehbare Black Swan Events. Im Allgemeinen bin und bleibe ich allerdings bullish und je mehr Analysten hier von einer stärkeren Korrektur ausgehen, desto bullischer werde ich. Um jetzt mal zu identifizieren, wann wir wirklich wieder einen voll entfalteten Bullrun sehen, dafür möchte ich auf jeden Fall sehen, dass wir hier aus unserer Seitwärtsbewegung ausbrechen, unserem abwärts gerichteten Seitwärtstrend. Hierbei haben wir vor einigen Tagen einen Ausbruch versucht. Dieser muss natürlich nachhaltig gelingen, sodass ich dann auch von stärkeren Kursaufstiegen ausgehe. Die 200er Daily muss natürlich als Unterstützung genossen werden und ich denke, dass die Euphorie wirklich zurückkommt, wenn wir entweder ein neues All-Time High erreichen oder wenn wir mit einer scharfen Dynamik innerhalb von wenigen Tagen nach oben laufen. Natürlich muss man auch dann wieder die Stimmung im Hinterkopf behalten und eben nicht sich von der breiten Masse leiten lassen, denn natürlich werden dann auch die Rufe nach 100.000 US-Dollar wieder schnell laut werden, wo man sich dann auch gegebenenfalls vorbereiten sollte, passend zur Frage, wenn wir die 100.000 knacken, war es das oder gibt es eine zweite höhere Welle? Meinung bitte. Meine persönliche Meinung ist hierbei ähnlich wie auch in der aktuellen Marktphase leicht gespalten mit der Tendenz nach oben. Man muss die Situation definitiv dann bewerten und vor allem auch die Markteinstellung. Erwartet der Markt kurz bevor wir die 100.000 knacken, dass wir bei den 100.000 sowieso abgewiesen werden, dann wäre ich umso bullischer. Geht der Markt davon aus, dass die Bullrun-Phase jetzt erst so richtig eskaliert, dann bin ich bei der 100.000 US-Dollar-Marke definitiv etwas vorsichtiger. Denkbar wäre auch, dass der Markt relativ pessimistisch ist, während wir in die Bereiche von 100.000 laufen und alle erwarten, dass wir bei 100.000 abgewiesen werden, dann durchbrechen wir die 100.000 doch. Der Markt stürzt sich in Euphorie und bei 120.000 US-Dollar ist es dann doch wieder vorbei. Wie gesagt, das Ganze bewerten wir natürlich nochmal dann, wenn es soweit ist. Ich persönlich werde allerdings dann, sobald wir die 100.000 US-Dollar durchbrechen, mein Risiko minimieren. Bevorzugt werde ich hierbei vor allem Altcoin-Positionen abstoßen und damit kommen wir auch schon zur Frage, hi Robin, welche Strategie am besten? Durch Hodl, Teilverkauf oder im High ganz verkaufen und wie tief wieder kaufen? An die Community, was ist die beste Strategie eurer Erfahrung? Gute Frage an die Community, schreibt mal eure Meinung gerne in die Kommentare. Ich gebe natürlich auch meinen Senf dazu. Für mich kommt es erstmal ganz klar auf das Asset an. Bei Bitcoin werde ich beispielsweise nie alles verkaufen. Ich habe noch keine Bitcoin verkauft und habe dies auch nicht vor, nur wenn der Markt wirklich ungesund wird. Das heißt, wenn hier wirklich die Spekulationen so absurd sind, dann könnte ich mir vorstellen, bei Bitcoin die Position leicht abzubauen. Ein fester Hodl-Bestandteil und das ist ein Großteil meines Portfolios in Bezug auf den Bitcoin, werde ich allerdings nie verkaufen. Einfach, weil ich denke, dass ich langfristig sowieso extrem profitieren werde und ich nutze eben vor allem die Altcoins zur Spekulation und den Bitcoin als
Altersvorsorge. In Bitcoin spare ich, während ich mit Altcoins spekuliere. Jetzt wurden hier die drei Möglichkeiten genannt: Durchhodeln, Teilverkauf oder im High alles verkaufen. Zum Thema Durchhodeln: hierbei kommt es, so wie in allen Verkaufsstrategien, ganz klar auf dich individuell an. Wenn du jetzt 2000 Euro in Bitcoin investiert hast und dann beim Alltime High bei 3.000, 4.000 stehst, du auf der anderen Seite allerdings jeden Monat 2.500 netto verdienst und davon, wie auch immer du es schaffst, 1.000 Euro beiseite legen kannst oder sogar investieren kannst, dann kann man sich natürlich überlegen, auch durchzuhodeln. Wenn du jetzt allerdings vor allem in den Altcoin-Sektor investiert hast und hier aus deinen 2, 3, 4, 5.000 auf einmal 100.000 gemacht hast, dann würde ich sehr dazu raten, nicht zu hodeln, sondern eben Gewinne mitzunehmen. Also es kommt erstens darauf an, welche Assets du kaufst, was deine langfristige Strategie ist, wie dein persönliches Risikomanagement ist und was du auch bereit bist, wieder zu verlieren. Gerade bei Altcoins würde ich allerdings vom Hodeln abraten. Natürlich gibt es einige Altcoin-Kandidaten, die als langfristige Perspektive in vielen Portfolios angesehen werden. Die Geschichte zeigt uns allerdings, dass Altcoins oftmals nur ein, zwei oder maximal drei Zyklen überleben. Viele Altcoins überleben einfach nicht so viele Zyklen. Wir haben es jetzt 2021 schon gesehen und da muss man immer wieder dran denken. Viele Altcoins aus dem Jahr 2021 haben schwächer performt als im Jahr 2017. XRP, IOTA und unzählige andere Coins. Bedenkt also bitte, dass nur weil ein Altcoin im vergangenen Zyklus gut performt hat, er jetzt unbedingt ein neues All-Time-High knacken muss. Es ist hier ein sehr spekulativer Markt und mit über 10.000 Altcoins kann man eben auch sehr, sehr schnell ins Klo greifen, weil eben 99% davon auch leider Shit ist. Meine Strategie ist allerdings ganz klar der Teilverkauf, vor allem bei den Altcoins, was hier ja auch in dieser Frage gefragt wurde. Bei Spot verkaufe ich etappenweise, so wie ich beispielsweise Bitcoin per Dollar Cost Average im Sparplan kaufe, verkaufe ich hier meine Spot-Position, vor allem die, die ich jetzt über mehrere Monate aufgebaut habe, die werden einfach Stück für Stück abverkauft. Es gibt natürlich auch hierbei unterschiedliche Investitionen, wenn ich jetzt beispielsweise ein High-Risk-Investment treffe und in den Altcoin investiere, der sehr, sehr klein ist, kann es eben auch sein, dass ich aus einem 1.000 Euro Invest 3.000 mache und dann schon mal 1.000 rauszieht, dann bin ich bei plus minus null und lasse den Rest erstmal so weiterlaufen. Wenn er dann in Bereiche läuft, wo ich gerne Gewinne mitnehmen möchte, mache ich es ähnlich wie beim Einkaufen, Stück für Stück per Dollar Cost Average. Ich verkaufe immer in Tranchen und achte dabei vor allem eben auch auf den Fear and Greed Index. Ich hatte das schon mal vor ein paar Wochen gesagt, dass der Fear and Greed Index für Bull- und Bärenmärkte ein ziemlich guter Indikator ist. Da haben mich einige für ausgelacht und das ist auch vollkommen in Ordnung. Faktisch ist allerdings nun mal eben der Markt hier von den Massen getrieben. Immer noch sehr, sehr viele Retail-Investoren, die sehr, sehr emotional am Markt sind und daher ist der Fear and Greed Index wirklich ein richtig guter Indikator, um eben Kaufgelegenheiten oder Verkaufsmöglichkeiten zu identifizieren. Also lacht mich dafür gerne aus, aber der Fear and Greed Index ist ein gutes Beispiel, auch wenn man natürlich jetzt nicht bei Gier sofort alles verkaufen sollte und bei Angst sofort All-In gehen sollte. Diese Perioden können über einen längeren Zeitraum anhalten. Im Bullrun 2020-21 hielt die Gier und auch die extreme Gier über mehrere Monate an, weshalb ich dann eben auch in Bezug auf den Fear and Greed Index bei einer erhöhten Gier per Dollar Cost Average Stück für Stück rausgehe, allerdings nicht eben von jetzt auf gleich. Und das ist vor allem die Strategie für meine Spot-Position. Ich handle allerdings teilweise auch Futures, also Hebelprodukte. Grund dafür ist relativ einfach. Diese Positionen lassen sich einfach skalieren und wenn ich hier Gewinne realisiere, zahle ich nur knapp 25% Steuern. Wenn ich Spot-Positionen kaufe und im Gewinn verkaufe und sie unter ein Jahr gehalten habe, muss ich meine Einkommenssteuer zahlen. Das heißt, gerade in einem fortlaufenden Bullrun, so wie wir es hoffentlich in den nächsten Monaten erleben, erwarte ich ja, Investitionen zu tätigen, die ich wenige Tage oder Wochen später wieder verkaufe. Das heißt, ich halte diese Position weniger als ein Jahr. Außerhalb der Einjahreshaltefrist komme ich damit nicht, muss also Steuern zahlen und dann zahle ich lieber die 25%, anstatt die bis zu knapp 50% Einkommenssteuer. Das muss natürlich jeder selber entscheiden, wie er das Ganze hier macht. Ich habe auch schon ausführliche Videos mit Steuerberatern dazu gemacht, damit ihr eben auch auf die Fallen, die dabei entstehen können, aufmerksam werdet. Der letzte Punkt aus der Frage ist noch, ob man nicht einfach alles im High verkaufen sollte. Und dazu muss ich ganz ehrlich sagen, es klappt einfach sowieso nicht. Natürlich kann man hier am Top verkaufen und am Boden kaufen. Das kann man schön einfach sagen. Schaffen wird es mit Sicherheit niemand, vor allem nicht All-In rein und All-In raus. Ist absoluter Schwachsinn, weshalb ich finde, die Dollar-Cost-Average-Investitions- und auch Verkaufsvariante ist das Beste und das Einfachste und das Idiotensicherste. Man kann sich auch Preisziele setzen, mache ich auch bei einigen Assets, dass ich sage, okay, ich investiere jetzt so und so viel Geld. Wenn dieses Preisziel erreicht wurde, ziehe ich einen
Teil raus. Wenn das nächste Ziel erreicht wurde, ziehe ich einen weiteren Teil raus. Und dabei ist natürlich die Frage, wie man sich auf solche Momente vorbereitet. Ich wurde gefragt, jetzt Altcoins auf die Börse, um bereit für den Run zu sein. Also sollte man seine Crypto-Assets jetzt schon an die Börse schicken, um dann in den Bullrun zu verkaufen? Ich persönlich mache es nicht. Für mich gilt die Regel, not your keys, not your coins. Ich halte so gut wie all meine Kryptowährungen auf meinen Hardware-Wallets. Bitcoin auf der Bitbox 02, meine Altcoins auf den Ledger-Geräten. Coins auf der Börse habe ich nur, wenn ich diese in naher Zukunft, und dabei spreche ich über wenige Stunden bis Tage, verkaufen möchte. Oder wenn ich diese zum Traden nutze. Gerade bei BingX habe ich natürlich immer ein paar USDTs rumliegen, da ich damit eben meine Trading-Position öffne und schließe bzw. damit aktiv trade. Das Gesamtkapital, welches ich allerdings nicht aktiv nutze, halte ich auf meinen Hardware-Wallets. Um sicher auscashen zu können, wurde ich noch gefragt, vor dem Auscashen Überweisung auf das Girokonto beispielsweise, Ankündigung bei der BaFin nötig. Auch das ist etwas, was im Crypto-Space viel rumgeht, viel Unsicherheit. Ich habe bereits schon ein ausführliches Video mit einem Steuerberater gemacht. Das ist eines der erfolgreichsten Videos auf diesem Kanal. Vielen, vielen Dank für den Support übrigens. Es hat allerdings offensichtlich einigen Leuten weitergeholfen. Trotzdem auch hier nochmal der Hinweis, du bist nicht dazu verpflichtet, der BaFin vor allem, also sie hat damit schon mal gar nichts zu tun. Du bist auch nicht verpflichtet, irgendwem irgendwas anzukündigen oder zu sagen. Es ist allerdings sehr, sehr hilfreich, wenn du gerade vor größeren Überweisungen bei deiner Bank einmal Bescheid sagst, bei deiner Hausbank gerade, wenn du hier ja dein Leben lang ein ganz normaler Sparkassen- oder Deutsche Bankkunde warst und jedes Mal dein Gehalt gekriegt hast und ab und zu mal was rübergeschickt hast zu Coinbase und auf einmal empfängst du da 30.000 Euro. Da würde ich vorher dann definitiv mal bei der Bank anrufen, sagen, hier kommt bald eine größere Summe, ihr wisst Bescheid, wollt ihr irgendetwas haben? Und wenn sie was haben wollen, dann sagen sie dir das direkt am Telefon oder man geht vor Ort hin und dann ist es eben nicht so, dass du eine große Einzahlung tätigst. Die fragen, was ist das denn? Blockieren dein Konto, schicken im besten Fall noch eine Verdachtsanzeige an das Finanzamt, dann hast du richtig Kopfschmerzerei. Also gerade bei größeren Überweisungen, bei gut über 10.000 Euro, würde ich immer kurz bei der Bank anrufen. Sie sehen diese Transaktion sowieso, also es ist vollkommen egal, ob du jetzt da anrufst oder nicht, bei denen geht sowieso eine kleine Lampe an und dann lieber vorher Bescheid sagen, fragen, ob sie Informationen brauchen und gegebenenfalls weiterleiten. Da helfen dann natürlich vor allem Steuertools wie Cointracking und hierzu hat mich die Frage erreicht, gibt es bei Cointracking eine Mindestlaufzeit des Vertrags? Cointracking ist ja hier ein Steuertool, wo man all seine Kryptotransaktionen zusammenfasst, egal ob du Hardware-Wallets, Software-Wallets oder Börsen verwendest. Alle Transaktionen werden auf einer Plattform erfasst und so kannst du am Ende des Jahres einen Steuerreport erstellen. Bei Cointracking sind die Laufzeiten, wenn man sich dort anmeldet, erstmal gibt es eine kostenlose Variante, schon mal ganz klar, und dann gibt es eben Laufzeiten, ein Jahr, zwei Jahre oder ein Unlimited-Paket, wo man sich dann quasi für immer einen Pro-Account bei Cointracking sichern kann. Hierbei gehen die Verträge ab einem Jahr los, kostet nicht mal 10 Euro im Monat runtergerechnet, ist für mich allerdings einer der besten Ausgaben, die ich wirklich habe. Also ich habe überhaupt gar keine Kopfschmerzerei, da ein paar Euro im Monat zu bezahlen, denn die Kopfschmerzerei, die du hast, wenn du das Ganze selber machst über ein Excel-Dokument und dem Finanzamt dann ein Excel-Dokument rüberschickst, sind viel größer als diese paar Euro im Monat, was ebenfalls sehr wichtig ist und relevant. Bei Cointracking kannst du auch rückwirkend die letzten Jahre einpflegen. Das heißt, wenn du dir jetzt bei Cointracking einen neuen Account erstellst, kannst du all deine Transaktionen reinziehen, auch die von 2017, 18, 19, 20, 21 und was es nicht alles gibt. Und all diese Transaktionen werden rückwirkend erfasst. Ich habe mir Cointracking vor einigen Jahren schon gekauft, habe immer wieder meine Bestände eingepflegt, beziehungsweise werden die meisten Transaktionen automatisch regelmäßig aktualisiert und so habe ich einfach einen fortlaufenden Steuerbericht, kann jedes Jahr per Knopfdruck sagen, Steuerbericht ausdrucken und ich habe meine Daten, die ich meinem Steuerberater weitergeben kann. Also für mich ein No-Brainer, das sind ein paar Euro im Monat, allerdings glaubt mir eins, Freunde, gerade wenn das Portfolio mal etwas besser läuft, gibt es keine größeren Kopfschmerzen, als wenn das Finanzamt hier nach 50 verschiedenen Sachen fragt. Ihr habt einfach ein ausführliches Dokument, ihr habt alles beisammen und gut ist. An dieser Stelle hoffe ich, dass das heutige Video einen Mehrwert bieten konnte. Falls ja, denkt daran zu bewerten. Vielen, vielen Dank für den Support, Freunde. Falls ihr weitere Fragen habt, lasst es mich wie immer gerne in den Kommentaren wissen. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns morgen in alter Frische wieder. Bis dahin. Ciao, Freunde.